Dieser Vlog ist echt crazy. Hey Leute, hallo, hallihallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ne, warte, das ist ein Vlog. Yay, heute gibt's mal einen ganz besonderen Vlog, einen richtig actionreichen, spannenden Vlog. Nämlich werden wir gleich ins Jumphaus fahren. Also nicht nur ich alleine, weil das ja keinen Spaß machen würde, sondern mit der Annie zusammen. Aber die ist jetzt noch nicht hier, die kommt erst gleich. In ungefähr, wartet. 7 Minuten. Ja, und wir gehen nicht einfach nicht nur so ins Jumphaus, sondern da gibt es jetzt den neuen Ninja Race. Und den dürfen wir exklusiv testen. Da freue ich mich richtig drauf. Denn ich liebe diese Show Ninja Warrior. Vielleicht kennt ihr die ja. Das ist die, die immer im Fernsehen läuft. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf jeden Fall gibt es da ja am Ende auch immer so eine Wand. Und die gibt es jetzt heute auch. Und das Wetter passt auch richtig zu dem, was wir heute machen. Nämlich ist es ja in der Halle. Und hier ist richtiges Schmuddelswetter. Alles ist nass draußen. Also da hätte man jetzt auch nichts anderes machen können. Und wundere ich übrigens nicht über meine Frisur. Wir haben heute mal was Neues ausprobiert. Das fanden wir sehr schön. Passt gut zu meinem Oberteil. Und in der Zeit, wo ich jetzt auf die Annie warte, könnt ihr schon mal meinen Kanal abonnieren. Hier auf das rote Abonnieren-Bettchen hier klicken. Da verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und zur Sicherheit aktiviert auch noch die Glocke. Denn es ist hundertprozentig sicher, dass ihr kein weiteres Video mehr von mir verpassen werdet. Und jetzt muss ich mal warten. Nein, ich hasse warten. A few moments later. We are not bekloppt. Die Annie ist da, das Warten hat ein Ende. Wuhu! Anni ist jetzt gerade schon hier von Pilz zu hüpfen. Oh, ne? Und zwei. Gut. Oh, ich hab Angst, dass ich hinfalle. Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall mal losfahren ins Jumphaus. Ich freue mich. Okay. Schuhe anziehen, los geht's, ab ins Auto. Wuhu! Dieser Vlog ist echt crazy. So, wir sind jetzt hier angekommen. Yay! Wir freuen uns jetzt schon mega. Und ich habe meine Trinkflasche im Auto vergessen. Papa, schließ bitte nochmal auf. Ich habe die Trinkflasche in meinem Auto, im Auto vergessen. Rückwärtsgang. Ich habe meine Milch. Ja, ich habe meine Trinkflasche vergessen. Und auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal ein bisschen warm springen, bis es dann den Ninja-Parcours geht. Okay, ich bin mal richtig gespannt. Ich auch. Anni meinte so, die haben bestimmt alle Trampoline abgebaut. Nein. Das ja, keine. Nein, das ist wirklich nein, nicht. Aber wir sind jetzt mal gespannt, wie es aussieht. Nee. Oh, ziehen. Wir sind da. Ich habe 38. So, wir haben das Jumphaus jetzt für uns alleine, also hier ist fast gar keiner mehr. Und also, so gut wie gar keiner für die Mitarbeiter. Ja, und jetzt werden wir uns erstmal was warm springen. Ihr seht hier schon den großen Ninja-Parcours. Ich zeige euch gleich nochmal genauer. Aber jetzt erstmal was warm springen. Warm. Und jetzt werden wir mal in den Ninja-Parcours reingehen. Das sieht schon so cool aus. Okay. Los geht's. Hopp. Alle hopp. Storm, 'cause I need.
Ist schon mal einer bis nach ganz oben gekommen? Ja, ich gerade, aber da hat keiner geguckt. Ja. Ah, ja, ja. Naja. Left again, left again. Oh, there's a jungle in my head going wilder. Zwischen auch noch Felder. Zum Beispiel das hier. Mal immer drücken. Das macht richtig viel Fun, hier alles zu machen. Und kann dann jeweils, wenn man das abgeklatscht hat, sammelt man Punkte. Und es ist wirklich anstrengend. Aber es macht riesen viel Spaß. Wir haben nur 15 Minuten Zeit. Wir gehen jetzt mal da hoch, weil es ist ein durchsichtiger Boden, das kann man richtig gut filmen. Weiter geht's. Guckt mal, ich zeige euch jetzt hier den coolen Parcours. Muss man jetzt auch immer so abklatschen. Oben kommt so eine Glaswand. Also das ist richtig cool. Ich nehme mal so. Da. Und da. Muss man immer hier weiter und irgendwann wird einem schwindelig. Aber was ein paar Mal gemacht hat, hat man den neu raus. Hopp. Und und jetzt sind wir hier beim Glas. Guck mal. Wenn wir die Höhenangst haben, guckt einfach vor. Guck mal. Jetzt krabbeln wir hier drüber. Oh mein Gott, das macht so viel Spaß. Und jetzt kann man hier den roten drücken. Oh, schöne Aussicht. Ich will mal die Wand erklimmen. Okay. Los geht's. Ja, du warst dran, du warst dran. Der hat auch, der hat geblinkt, aber die Zeit ist um. Komm, schaffst du. Okay, Leute, wir gehen jetzt hier rein. Zusammen. Bällebad. Wir müssen jetzt hier immer diese leuchtenden Punkte finden. Oh mein Gott. Ich bin extra mit euch jetzt hier reingegangen. Weil es echt cool ist. Und hier ist auch mal so ein großer Ball. Ja. Den man dann zur Seite schieben muss. Und jetzt kann man wieder raus. Geschafft.
So anstrengend, das mache ich viel Spaß. Geht's noch, Dani Bello? Mein Gott, Leute, die Anni findet gerade irgendwo nicht mehr raus. Ich muss ihr helfen. Anni, wo bist du? Anni! Warte, ich komme zu dir hoch. Oh, mein Teil ist abgelaufen. Egal. Ich bleib bei dir. Bleib da, wo du bist. Vielleicht kommen wir beide nicht mehr raus. Ich bin schon vor mir. Ich bin noch raus. Ja. 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 Voll. Ich dachte, wir sind ganz schön da drin. Yay! Sind auch raus. Geschafft. Wir haben es. Oh mein Gott. Wir dachten echt, wir finden nie wieder raus. Oh mein Gott, Leute, es ist einfach schon dunkel. Wir dürfen so lange bleiben. Es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Habe ich wieder Socken bekommen, meine Socken Jumphouse Sammelkiste. Anni, rutschen sie durch. Und jetzt sind wir aber froh, dass wir das Essen gehen. Denn wir sind sehr hungrig. Ups. Boah, ey, meine Arme. Ja, meine Arme, die fühlen sich so an, so. Ja, wir können einfach nicht mehr. Haben sich dick eingemummelt, denn wir haben nur 13 Grad drin. Und da war immer so ein Mitarbeiter, ich glaube, der hieß Emil, bin mir nicht mehr sicher. Also, wenn du es siehst, Emil, viele Grüße. Aber auf jeden Fall war der so gut. Der konnte sich einfach da so hochangeln. Ja, und dann hat er einfach so wupp, an diesem roten Ding. Ja! Und dann auf einmal war er da. Also wirklich, das geht gar nicht. Aber der studiert auch Sport. Ja, also ist es verständlich, dass. Genau. Wir sitzen jetzt hier gerade mal zum Glück. Da wir haben den armen Kellner gerade ein bisschen überfordert. Denn ich wollte nur einen Burger haben. Nur den Burger-Patty, nur den Käse. Und sonst nichts. Halt, und dann hat Anni einen Burger bestellt, nur mit dem Burger-Patty und nur mit dem Salat und sonst nichts. Und dann meinte ich so, da kannst du doch den Salat noch drauf lassen. Ja, und dann kam noch mal ein extra Wunsch mit gefüllten Wasser. Ja, Anni hat dann ganz meine Spread genommen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich das so hinkriege. Jetzt habe ich auch noch. Ernsthaft? Lecker, nein. Doch schon lecker. So, Pickelfrosch liegt hier im Bett und hier ist die Anni, hallo. Und wir sind so müde. Zwei Ninja Warrior gehen jetzt ins Bett. Boah, alles Schmerz, Beine, Arme, aber es hat halt so viel Spaß gemacht. Zu laufen bei dieser Wand, ey. Ja. So hoch zu laufen. Noch mehr Feedback gibt's dann morgen. Wir werden jetzt schlafen, gute Nacht. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Die Anni musste jetzt leider schon gehen, aber ich bin ja noch hier. Und mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht im Jump House. Es war mega cool und ihr müsst diesen neuen Ninja Parcours auf jeden Fall mal testen. Und natürlich gibt es jetzt auch noch das Shoutout of the Day. Yay! Heute grüße ich mal die Eva Maria. Sie hat nämlich geschrieben, kannst du mich bitte grüßen? Love you so much. Cooles Video. Und übrigens, sie hat dieselbe Herzfettwäsche wie du. Von Ikea, stimmt's? Ja, die habe ich auch von Ikea gekauft. Die hatte ich in dem Jojo Siva Video, falls ihr nicht wisst, welche ich meine. Also, ganz liebe Grüße gehen raus an dich. So Leute, lasst unbedingt einen dicken Daumen nach oben da und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, denn dann seid ihr auch Part von der Marvi Family. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss! We're doing it.